Hallo und herzlich willkommen. Heute backen wir eine saftige Schokoladentorte mit Sahnecreme und Schokoladenganache. Also wenn ihr auch ein Schokoladenfan seid wie ich, dann werdet ihr diese Torte ganz sicher lieben. Für den Kuchen benötigen wir 250 Gramm Mehl, 130 Gramm Zucker, 200 Milliliter Milch, Vanillepulver, eine Packung Backpulver, 50 Gramm Vollmilchschokoladenkuvertüre, ein Ei und 50 Gramm Kakaopulver. Wir fangen an, indem wir das Ei erstmal schaumig schlagen. Wenn das Ei schaumig geschlagen ist, kommt der Zucker mit rein. Das Backpulver vermischen wir mit dem Mehl. Das geben wir dann löffelweise mit in die Rührschüssel. Und wenn ihr merkt, dass der Teig ein bisschen trockener wird, gebt ihr einfach ein bisschen Öl mit rein. Jetzt geben wir noch die Milch mit rein. Danach kommt das Kakaopulver noch mit rein. Die Schokoladenkuvertüre haben wir geschmolzen und dann kommt die auch noch mit rein. Die Konsistenz für den Teig ist perfekt, wenn der Teig ein bisschen fester und nicht ganz flüssig ist. Den Kuchen backen wir bei 180 Grad und für 25 Minuten im Ofen. Den lassen wir dann abkühlen und machen in der Zeit die Sahnecreme fertig. Für die Sahnecreme brauchen wir 70 Gramm Kakaopulver, 200 Milliliter Sahne, 80 Gramm Zucker und 50 Gramm Vollmilchschokoladenkuvertüre. Die Sahne geben wir in eine Rührschüssel und schlagen sie steif. In der Zeit könnt ihr schon mal die Kuvertüre schmelzen. Und wenn die Sahne fester wird, kommt der Zucker mit rein. Danach kommt das Kakaopulver noch mit rein. Und zum Schluss noch die geschmolzene Schokoladenkuvertüre. Diese könnt ihr auch ganz einfach mit dem Löffel unterrühren. Die Sahnecreme kommt jetzt für 20 Minuten in den Kühlschrank. Den Kuchen habe ich von oben waagerecht halbiert und dann vorsichtig die untere Hälfte auf die obere gelegt, damit der Kuchen von oben glatt ist. Bei der oberen Hälfte habe ich den Teig von der Mitte rausgelöffelt, damit hier Platz für die Sahnefüllung frei wird. Die Kuchenkrümel können wir dann am Ende obendrauf dekorieren. Für die Schokoladenganache benötigen wir 100 Gramm Butter, 100 Gramm Schokoladenkuvertüre und 100 Milliliter Sahne. Das Ganze lassen wir nun schmelzen. Die gekühlte Sahnecreme geben wir dann auf den Kuchenboden und verteilen diese nur in der Mitte, wo wir den Kuchen mit dem Löffel ausgelöffelt hatten. Jetzt kommt die andere Kuchenhälfte obendrauf.
Jetzt pieksen wir mehrmals in den Kuchen ein, damit die Schokoladenganache auch etwas in den Kuchen hineinfließt. Und weil die Ganache immer sehr flüssig ist, kommt die Torte für eine Stunde in den Kühlschrank. Nach einer Stunde sieht die Torte so aus. Und die Arbeit lohnt sich, denn die Torte schmeckt wirklich richtig gut. Nach einer Stunde sieht die Torte so aus. Und die Arbeit lohnt sich, denn die Torte schmeckt wirklich richtig gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr auf einen Daumen nach oben freuen. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos mit tollen verschiedenen Rezepten an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.